Der zunehmende Zerfall des Sport- und Erholungszentrums, kurz SEZ, in Friedrichshain ist vorerst gestoppt. Das Land Berlin hat den symbolischen 1 Euro bezahlt und damit den Kaufvertrag rückgängig gemacht. Dies wurde auch gerichtlich als rechtens empfunden. Der bisherige Eigentümer hat natürlich noch die Möglichkeit, in Revision zu gehen. Die Chance, damit zu punkten, sinkt allerdings beträchtlich. Berlin hat bereits eine Variante der Neubebauung in der Schublade. Das würde heißen, dass das SEZ abgerissen werden muss. Schade eigentlich, denn das 1981 eröffnete Sport- und Erholungszentrum war weltweit einzigartig und galt bei den Besuchern als sehr beliebt.